Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar, ja, ich werde wohin wandern. Und zwar, man kann es, theoretisch ist es gespoilert in meinem T-Shirt, was ich jetzt tun werde. Ich werde jetzt, ja, anfangen zu skaten. Way! Ja, dass viele unter meinem vorletzten oder vorvorletzten Post gab, die voll geflamed haben, weil ich mein Skateboard falsch gehalten habe, habe ich mir gedacht, okay, es wird Zeit, Justus. Du musst jetzt Tricks lernen. Ich kann schon auf Rampen fahren, das kann ich euch gerne auch irgendwann mal zeigen, aber ich möchte mich jetzt an den Olli trauen und ich möchte ihn jetzt endlich schaffen diesen Sommer. Bedeutet, ich nehme hier mein Board. Ich habe gerade leider noch keine Socken an und man hört es schon, es ist sehr alt. Also es ist wirklich ein sehr altes Board. Man sieht hier Video Days 2014, also dieses Board ist von 2014. Ist relativ unbenutzt. Ich habe auch relativ viel geplant mit diesem Board. Ich werde ihm, ja, neue Reifen aufdrängen, weil diese Reifen sehen ganz schlimm aus und die brauchen ganz dringend neue. Und dementsprechend werdet ihr das alles sehen. Ich habe auch Sticker bestellt und zwar einmal von Stranger Things und einmal von Rick and Morty. Da werde ich das ganze Board mit zukleben. Bedeutet, es wird eigentlich richtig, richtig cool, was ihr hier sehen werdet mit dem Skateboard. Und jetzt gehe ich erstmal raus. Ich wandere auf den Spielplatz. Wieso, weshalb, warum, seht ihr dann. Extra die abgeranzten Vans anziehen. Man kennt es. Let's go! Wenn man das so sieht, ist es schon ein schönes Board eigentlich. Auch von hinten sieht es gar nicht mal so hässlich aus. Aber dadurch, dass halt schon ein paar Sticker drauf sind, muss das einfach komplett grunderneuert werden. Ganz einfach. Let's go. So, erstmal als Grundlage, wen es juckt. Ich bin ein Goofy-Fahrer. Falls es wen juckt. Kaum ist wieder gutes Wetter. Die gesamte Nachbarschaft einfach im Garten gefühlt. Gut, dann gucke ich mal, ob ich einen Platz am Spielplatz finde und hier einfach niemand ist. Hier ist niemand. Check. Gut, dann halte ich mich jetzt irgendwo hier fest und probiere mein Glück. Boah, wer mich noch von ganz früher verfolgt, kennt diesen Spielplatz noch. Ich habe früher hier auch Videos gedreht. Alter, das waren Zeiten. Naja gut, ich habe jetzt schon eine Idee, wo ich mich festhalten kann, wo ich eventuell auch meine Kamera gut positionieren kann und wo einfach kein Mensch ist. Weil das ist echt unangenehm, sowas. Ich glaube, das wird noch lustig, Stuhl. Ah. Boah, Kenny, ich bin jetzt schon aus der Puste, Alter. Gut. Ja, hier kann ich mich nicht so gut festhalten. Hier vielleicht. Ist ein bisschen uneben. Ich probiere es mal. Also hier habe ich jetzt, wenn nicht, habe ich da vorne noch. Da habe ich die Möglichkeit, mich festzuhalten. Da. Und jetzt bin ich gerade da. Und ja, probiere es einfach mal. Kann ja nichts großartig passieren, oder? So, mir wurde schon einiges geraten von Skatern, dass man erst üben soll. Boah, aua. Zehner, wenn ich mir jetzt einen Splitter geholt habe. Mir wurde einiges geraten, was ich als erstes üben soll, wenn ich auf dem Board stehe. Zum Beispiel erstmal das Hochkicken. Boah, das ist echt anstrengend, sich hier hochzukicken. Ich breche mir wahrscheinlich eher den Finger, wenn ich mich falsch festhalte, anstatt dass ich mir meinen Arm breche, weil ich mich hinmaule oder so. Zehner. Boah. Okay, eigentlich müsste ein Olli ja so funktionieren, dass man sich hier hochpuppt, das hochzieht und dann hier so runter geht. Das ist alles ein bisschen kompliziert, wenn man das noch nie so richtig... Ich habe den mal probiert 2014 zu lernen, ich habe es nie hinbekommen. Oh, ich kriege schon Grasflecken auf meinem Board, das ist natürlich sehr erotisch. Hat man den gesehen? Ich muss die Kamera mal weiter runterstellen, Leute. Ihr müsst ja sehen, was ich hier tue. Ich fand den jetzt gar nicht mal so scheiße. Jetzt hat man ihn nicht gesehen. Hat man ihn gesehen? War ich schon oben? Bin ich schon in der Luft? Boah, ist er wehgetan? Ich sehe ein bisschen vor hier. Jetzt stehe ich schief dran. Gut. Kenny. Ich habe mir fast meinen Fuß umgeknickt gerade. Hat man das gesehen? Ich hoffe es doch. Boah, der war voll hoch. Ich bin wahrscheinlich nicht richtig geflogen, aber... Ja, ich probiere noch ein bisschen rum, würde ich sagen. So, ich versuche es noch ein paar Mal hier auf dem Gras jetzt, auch eventuell ohne mich mal... Ich muss mich festhalten, ich habe viel zu viel Angst. Und dann wandere ich mal ein Stück weiter, wo ich mich besser festhalten kann, weil hier kann ich mich ganz schlecht festhalten. Boah.
habe ich mir wehgetan. Oh, sieht man das? Boah, voll den, voll das Board ans Bein gekickt, Alter. Aua, das hat wehgetan. Clever? Okay. Gut, dann habe ich mal mein ganzes Board genommen, bin einmal zur Seite gehopst. Gut, wir probieren es jetzt mal an der anderen Location da drüben. Vielleicht geht es da besser. Okay, Leute, ist sau unangenehm. Da stehen einfach Menschen. Deshalb, hier ist ein Basketballkorb. Den sieht man. Und hier vor ist so ein bisschen härterer Boden. Ich glaube, davor kann ich es besser üben. Jetzt mache ich hier das alles frei und stelle da dann mein Board hin, dass ich da mich hier an der Stange festhalten kann. Und dann probieren wir das ganz einfach nochmal. Nur auf einem stabileren Boden. So, einmal meine Tasche mit meinem Handy. Und dann next try. Am Ende fliegt mein Kopf gegen die Stange, gell? Ich sehe es schon. Ich kenne mich. Ich nehme lieber mein Board ein bisschen weiter nach vorne. Und meine Tasche lieber auch mal zur anderen Seite. Weil das Board, wenn es wegfliegt, fliegt es nach da weg. Gut, wir probieren es mal aus. Wirklich, ich habe übertrieben Respekt vor den Leuten, die krass skaten können. Aber ich möchte auch mal gut skaten können. Boah, ich habe so Angst gerade. Ich probiere es mal so aus. Ich müsste euch eigentlich ins Gebüsch stellen, damit ihr das besser sehen könnt. Probier es mal so. Sieht man da was? Man sieht das Board. Okay. Nochmal. Noch ein neues. Bisschen weiter hier. Okay, okay, okay. Boah, alle auf der Seite. Hier schon hier. Hier ist das. Okay. Weiter hier. Also Leute, es ist wirklich anstrengend, sowas zu lernen. Sowas geht doch nicht von jetzt auf gleich. Ich muss sagen, früher habe ich diesen Trick probiert und habe mich währenddessen an einem Menschen festgehalten. Weil ich merke schon, das, was ich gerade tue, geht so krass in den Rücken. Ihr hört, das ist voll anstrengend, gell? Aber ja, ich mache noch ein paar Versuche. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch filme. In Timelapse filme ich die nochmal und dann geht es die nächsten Tage weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es wird ein interessantes Experiment. Leute, bis Ende des Sommers schaffe ich einen Olli, ja oder nein? Und habt ihr Tipps für mich? Alles damit in die Kommentare. Ich bin bereit dafür, wirklich. So, ich habe mir überlegt, ich zeige euch wenigstens das, was ich vorher schon konnte, und zwar, also so auf einem Board stehen ist sehr okay, meine Achsen sind auch sehr weich eingestellt, wie man eventuell sehen kann, und ist halt sehr, also ist okay, damit kann man arbeiten. So, ich wandere jetzt wieder zurück, weil da ist gerade Familie angesagt und ja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon hier war, aber ich schwitze. Dafür, dass ich heute im Fitnessstudio war, schwitze ich einfach nochmal. Danke dafür. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich hoffe, euch haben die ersten Eindrücke gefallen. Ich möchte jetzt auch Stück für Stück immer mal ein bisschen öfter skaten gehen und eine halbe Stunde oder eine Stunde lang einfach nur diesen Trick üben. Ich werde mir auf jeden Fall bald neue Rollen kaufen, weil, Achtung, das klingt nicht gesund und da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ihr könnt euch ja gerne mal das Board angucken. Es liegt mit Sicherheit an den Rollen, weil an was anderem wüsste ich jetzt nicht genau. Also klar, es könnte an den Achsen liegen oder an den Lenkgummis, aber ich denke eher, dass es an den Rollen liegt und an den Kugellagern da drinnen, weil ich auch schon tatsächlich im Regen mit diesem alten Ding gefahren bin, weil wie gesagt, Leute, das ist 6 Jahre alt jetzt, dieses Deck und generell das komplette Board, das habe ich mir zusammenstellen lassen. Ja, ich gehe dann auf jeden Fall mal zum Skateboard-Shop meines Vertrauens und werde die Rollen wechseln lassen, beziehungsweise nehme das gesamte Board mit und sage, ey yo, ich habe das und das vor. Ich wollte fragen, was ich jetzt tun soll und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Schreibt mir Kritikpunkte oder Verbesserungsdinger in die Kommentare, weil wie gesagt, ich bin offizieller Anfänger seit heute und habe heute das erste Mal einen Ollie probiert, so richtig. Und werde das jetzt eine Woche lang auf einem, ja, weichen Untergrund üben, bevor ich auf Pflaster gehe. Und dann werde ich die nächsten Wochen mal aufs Pflaster gehen und werde mich da mal wagen, am besten an einem, ja, Skatepark in der Nähe davon. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt,
ja, schreibt mir Vorschläge in die Kommentare, was ihr ja, so sehen wollt. Ich bin bereit. Ich ja, probiere mich jetzt am Olli. Hoffentlich Ende des Sommers funktioniert er. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.